So, Servus Leute, letztes Spiel ja gewonnen gegen Hertha. Jetzt muss ich erstmal die Verletzung von Christoph Kramer feststellen. Er freut mich nicht wirklich, denn er hat ein Tor gemacht. Ist echt schade. Ja, wir tun einfach mal. Ah, ne, wir haben ja noch einen Neustädter. So. Hätten wir. Und jetzt Entscheidungsspiel in der Champions League wieder Viertelfinale. Im Old Trafford. Meine Fresse, ich werde jetzt mit der BF spielen, das ist mir scheißegal, nur ich brauche die Jungs fit. Mein Gott. Dann werde ich echt einfach mal mit einer BF spielen. Ist mir jetzt persönlich aber auch egal. Jetzt sagt, oh, bist du für ein Assi, Alter? Kannst die Champions League gewinnen? Ey. Sag ich, ja, guck durch die letzten zwei Finale an von der Champions League. Ich glaube, da haben wir genug Champions League drin. Mal Leroy Sané spielen. Alcacer soweit fit. Schürrle gegen Clemens und. Dann sehen wir, wie wir das so wuppen. Hoffentlich. Obwohl ich da nicht sehr viel Hoffnung drauf lege. Aber weniger Parts für mich zum Aufnehmen und weniger Stress vor allem. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass wir noch genug Stress kriegen. Mit der Liga. Scheiß drauf, wir sind im Old Trafford in Manchester. Und heute entscheidet sich dann das Viertelfinale. Wie gesagt, B11, ganz klarer B11, außer Kapitän Hövedes und Thiago, ich glaube, und Alcacer ist das schon recht geändert von der Aufstellung her. Und ich, ja, ich sag mal so, ich versuche hier auch persönlich jetzt gar nicht mehr zu gewinnen. Beziehungsweise klar, ich versuche ein Tor zu schießen. Das ist keine Frage, aber hätte ich genauso gut auch simulieren können. Nein, aber ich versuche einfach, das hier runter zu spielen. Nebenbei, ich muss sogar ein Tor schießen. Ach, leck mich am Arsch, ey, das ist. Es ist halt viel zu einfach. Das ist nicht mehr normal. Da willst du eigentlich kein Tor schießen, aber dann machst du es trotzdem. Ich muss einfach sagen, super Pass von Sané. Kein Abseits von Hazard. Tja, und dann steht's 1-0. Was sagt uns das? Das Spiel will, dass ich noch mehr FIFA spiele. Als ich bisher schon getan habe. Also, ich glaube, mit Osnabrück komme ich schon über 200 Parts und. Also, irgendwann. Und Rooney sieht rot, ja, klar. Also, das ist ja. Das läuft ja für uns heute wie im Länderspiel. Ich meine, ich schieße ein Tor. Rooney sieht für das Foul hier. Ja, gut, dafür kann es wirklich rot geben, denn es ging nur in die Beine. Also, Manning hat jetzt was zu tun, auch wenn wir jetzt halt natürlich von der Qualität der Mannschaft her viel, viel schlechter sind. Und Eckball. Also, normalerweise müsste ich mich hier jetzt mega freuen. Da ich aber weiß, wie sich das anfühlt, eine Champions League zu gewinnen, hält sich meine Freude mittlerweile in Grenzen. Weil ich. Eigentlich egal. Ich belasse euch damit nicht. Ich kommentiere jetzt einfach das Spiel und soll ich damit in Ruhe. So, Sunny. Versuch's einfach mal, aber ey, der ist gar nicht schlecht. Der hätte den früher spielen lassen sollen. Der hat wirklich was am Ball drauf vor allem. Thiago, wie gesagt, Thiago, Hazard, Hövedes und Alcacer und halt Chesney.
sind so ziemlich die einzigen Stammkräfte, Schalke spielen lässt. Klar, ich meine jetzt, gesehen davon, dass Aogo und Kolasinac jetzt keine schlechten Einsätze sind, in der Abwehr zum Beispiel. Klar, Friedrich ist schon eine Nummer. Der muss dann auch erstmal gegen Juan Mata gewinnen. Macht den ersten Fehler. Ja, hauen wir erstmal uns gegenseitig um. Flanke kommt, Glück für Schalke. Aber gut geklärt. Schön gemacht, Thiago. Aber da steht kein Schalker, schade. Und es gibt Freistoß für Schalke. Foul an Alcacer. Und gelb. Also der Schiedsrichter meint es mit Schalke wohl ganz gut. Smalling sieht jetzt gelb. Rooney hat schon rot gesehen. Und Schalke hat schon ein Tor geschossen. Und auch für das Ding hätte man ganz gerne auch wohl mal in die Hintertasche greifen können. Gut, jetzt haben wir keinen Kroos da. Ich versuche es mal mit Aogo, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert. Gut, ich sag mal so, wenn man nicht weiterkommen will, funktioniert's. Das ist genau das gleiche, ich kann euch mit Punktansage sagen, wenn wir zum letzten Spiel da immer noch mit einem Punkt vor Bayern stehen. Ist es garantiert so, dass wir das Spiel verlieren werden. Ich meine, so ein Spiel will ich nicht gewinnen. Stellt schon eine bumsschlechte Mannschaft auf. Ja gut, was heißt bumsschlecht? Auf jeden Fall nicht die Top 11. Und dann mache ich so eine Dinger. Das ist nicht mehr normal. So, 2-0. Und damit hätte ich dann fast zwei Spiele wieder mehr. Denn Fußballkenner wissen, dass Manu jetzt auf jeden Fall drei Tore schießen muss. Chesney werten ab. Ball wird vorerst geklärt. Ball kommt nochmal rein und da ist der Anschluss. Aber hätte man auf jeden Fall besser klären können. Also, Manu findet den Anschluss. Und auch da Friedrich wieder. Würde ich jetzt mal so als Schwachstelle bezeichnen. Und Clemens. Ich meine, klar, Manu macht jetzt offen, die müssen es irgendwie jetzt versuchen. Das Schalke-Spiel offensiv zu gestalten, damit sie irgendwie Räume kriegen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass auch da der Clemens eine Rot sieht. Nein. Also da hätte ich eigentlich jetzt auch eine Rot für gegeben, wenn ich ehrlich bin. Denn das war auch einfach nur ein Mann. Und Sunny. Juan Mata bleibt liegen, das heißt, er ist wahrscheinlich auch noch verletzt, also für Manu läuft es heute gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Kriegen frühes Gegentor. Rooney fliegt mit Rot runter. Juan Mata ist verletzt.
Aber ich glaube, Kagawa ist da auch wohl schon ein vernünftiger Ersatz. Und Hazard. Aber dann sind es zu viele. Ja, sah diese Versuch jetzt auf die Außen, aber war zugestellt. Und erstmal geklärt. Also erste Halbzeit geht erstmal an Schalke. Gut, jetzt sind noch zwei Tore. Die Menü braucht. PSG gegen Milan steht so 0-0. Und so gibt Menu auch recht schnell den Ball wieder her und dann ist wieder er am Ball. Hazard. Kolasinac. Aber dich hier, passt auf. Und jetzt mal wieder Abschluss. Freistoß im Menü. Hab jetzt nicht so gesehen. Thiago bleibt dran, jetzt gibt es einen Freistoß wieder für Manu, also ich finde, da hätte der Schiri ruhig laufen lassen können. Van Persie. Boah. Glück für Schalke. Boah, Hazard. Und Höwe, das passt auf. Jetzt mal schnelles Spiel. Flanke kommt, Sané. Stand aber wohl im Abseits. Aber das war dann meines Erachtens auch ein Foul. Aber gut, wenn er nicht pfeift. Wie gesagt, also Menü braucht noch zwei Tore. Wenn wir einen schießen, dann brauchen unsere drei. Vielleicht fällt jetzt eins. Kolasinac, kein Foul. Ruhe raus, aber weiterhin Manu im Ballbesitz. Die werden natürlich jetzt extrem offensiv.
Und das ermöglicht dann Schalke einen Konter, wenn sie den auch dann spielen würden. Aber jetzt erstmal ManU mit der kompletten Offensive. Und 20 Minuten sind noch auf der Uhr. Chesney erstmal draußen. Und jetzt kommt die Möglichkeit wieder Chesney. Also der hätte Schalke gar nicht im Spiel. Habe ich mal gewechselt, jetzt mal wieder endlich pünktlich. Ich check's nicht, warum steht ein Innenverteidiger draußen? Nushida! Biss sehe ich ja, aber kriegt den Ball nicht. Noch 15 Minuten. Die ManU Zeit hat hier zwei Tore zu schießen. Nächste gelbe. Wenn ich ehrlich bin, habe ich echt keinen Bock aufs Halbfinale. Aber schwach. Ball kommt nicht durch. Vielleicht erstmal der Anschluss. Nein. Also ManU vergeigt sich hier so ein bisschen selbst gerade. Die Räume haben sie auf jeden Fall. Nächster Freistoß. Eckball nochmal. So, ManU verspielt sich wieder den nächsten Ball. Da kann man sehen, wie weit zu vorne bleiben. Aber sie kriegen nichts Vernünftiges hin. Versuchen jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Dann wollte er mal nochmal für Sané kommen, aber zu langsam. So, und das wird's gewesen sein. Wir stehen im Halbfinale. Ihr könnt euch jetzt freuen. Ich freue mich so super, ja, keine Ahnung. So weniger. Aber man sagt immer, weniger ist mehr, ne? Und in diesem Fall stimmt's komplett, denn weil ich mich weniger freue, muss ich mehr spielen. Schön für euch, ihr kriegt mehr Videos, falls es euch gefällt. Scheiß für mich, weil ich keinen Bock mehr habe. Aber gut, kann ich nicht dran ändern. Kann ich nicht dran ändern. Alter, ich höre auf zu kommentieren. Ich gehe erstmal in Deutschkurs. Kaufe ein vernünftiges Headset und. Ja, das ist das dann Problem, was ManU daraus macht. Die machen. Aus einer Aktion in eine Riesenkirche, fast eine Kathedrale. Und kriegen den Ball nicht ins Tor, hätten viel früher abschließen müssen.
So. Pfeift immer noch nicht ab. Ich gehe jetzt auch mit vorne, aber es wird nicht viel bringen. Die Zeit ist so gut wie um. Spätestens jetzt. Und wir stehen im Halbfinale der Champions League. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.